Und herzlichst willkommen direkt wieder zurück bei einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Let's Play, The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition. In der letzten Folge haben wir uns ein wenig um die Diebesgilde gekümmert, haben dann aber festgestellt, dass es nicht sehr viel Sinn macht, denn die Quests, die wir da machen müssen, sind einfach nur blöd. Wir haben ein paar Bilanzen gefälscht, einen Raubzug versucht, aber irgendwie das wird keine Ahnung, ich krieg das nicht hin. Ihr braucht das entweder was? Ich bin absolut viel zu blöd dafür. Oder das Spiel ist verbuggt. Ist es beides gut möglich? Ich weiß es nicht, aber egal. Wir rennen jetzt erstmal wieder zurück, gucken, dass wir vielleicht von Vex noch irgendwas bekommen können. Vielleicht hat die ja was für uns. Vex, wo bist du denn, Schnucki? Schnucki Hasenfuß, wo bist du denn? Müsst ihr nicht hier irgendwo rumdümpeln? Also, Dümpel. Was kann ich heute für euch tun? Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Ich mach keinen Ärger, aber... Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Ich bin einer der Beobachtungsposten der Gilde. Ich halte Delvin den Rücken frei. Mitglieder der Diebesgilde bekommen bei mir Sonderpreise. Oh. Zeigt mal, was ihr habt. Ah, 1000... Ah, das ist... Okay, warte mal. Das ist dann doch ganz, ganz was. Ey. Ich habe Münzen und ich habe Waren. Mal sehen, ob ihr uns einigen könnt. Da sage ich auf jeden Fall nicht nein. Habe ich irgendwas, was ich dir vertickern kann? Irgendwas hier, eine Holzfäller-Axt. Weg damit. Ansonsten da schon mal nicht. Ich kann ja 31 Amethysten verballern. Ist mir egal. 18.000 Gold. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet? Ja. Das ist unmöglich. Ich habe ganz genau gehört, wie der Kerl in der Schenke von einer ganzen Ladung Felle gesprochen hat. Sie sollen ein Vermögen wert sein. Trottel. Er hat Holzlieferung und nicht Pelzlieferung gesagt. Es war eine verdammte Holzkarawane. Da bist du ja. Ich habe Arbeit für euch, wenn ihr den Mumm dazu habt. Ich habe gehört, dass ihr zusätzliche Aufträge habt. Ich kümmere mich um Einbruch, Denunziation, Ausräumen und Raubüberfälle. Meistens muss man dazu irgendwo einsteigen. Mhm. Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm geht es etwas direkter und, sagen wir, persönlicher zu. Erzähl mir etwas über die Einbrüche. Ganz einfach. Ihr brecht in ein Haus ein, schnappt euch einen bestimmten Gegenstand und seid wieder draußen, bevor die Bewohner überhaupt mitbekommen, was los ist. Das klingt doch super. Der Haken an der Sache ist, dass ihr niemanden töten dürft, der dort lebt. Sonst könnt ihr die Bezahlung vergessen. Nö, ist ja kein Seid ihr bereit für einen guten alten Einbruch? Aber sicherlich, ich bin dabei. Gut, denkt nur an die richtige Reihenfolge. Erst der Auftrag, dann betrinken. Jetzt nehmt dies und geht. Dies? Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Nee, alles gut. Beschaffe juwelenbesetzter Krug aus Atlas Haus in Einsamkeit. Okay. Ja, gut. Vielleicht wäre einer von euch mal so lieb und würde mir in die Kommentare schreiben, ob sich das überhaupt lohnt, diese Sachen für die Diebesgilde überhaupt zu machen. Also, gibt es da einen Fortschritt? Einsamkeit. Nicht markiert, egal. Gibt es da einen Fortschritt? Also ich weiß, ich sehe jetzt direkt nicht wirklich viel, aber gibt es einen? Weil dann wüsste ich, dass ich weitermachen müsste und nicht einfach nur das jetzt mache, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und das einfach nur ein symbolischer Wert ist. Ich würde schon die Diebesgilde wieder aufpushen und vielleicht dann, wie Delvin gesagt hat, in jedem Bereich oder jeder Stadt einen Außenposten haben. Wer sieht mich denn? Ach, die scheiß Kinder, Alter. Komm, verpisst euch. Auf geht's. Advar. Da hinten. Nimm noch ein bisschen extra mit, ne? Man weiß ja nie, für was man es brauchen könnte. Dankeschön und weg bin ich wieder.
Schwuppidiu und ab in die Diebesgilde. Weil wie gesagt, wenn sich das nicht lohnt, dann lasse ich es bleiben. Weil... Ja. Ich meine, ich habe es irgendwo mal gesehen, verhilft der Diebesgilde wieder zu alten Ruhm. Ich weiß aber nicht, ob das ein Achievement war oder in den Kommentaren oder im Spiel irgendwas. Ich weiß es aber nicht mehr. Hey, Vex. Raus damit. Zeit ist Geld. Der Einbruch ist erledigt. Schon erstaunlich, was die Leute für uns liegen lassen, nicht wahr? Mhm. Ich bin bereit für die Extra. Es ist genug da. Sucht euch etwas aus. Erzählt mir etwas über die Denunziation. Wenn ein Kunde uns braucht, um einen anderen auszuschalten, benutzen wir andere Methoden als die dunkle Bruderschaft. Wir finden eine andere Möglichkeit, um ihn aus dem Weg zu räumen. Okay. Ihr schmuggelt gefälschte Beweise in das Haus der Zielperson, dann geben wir der Stadtwache einen Tipp. Der Rest geht dann ganz von allein. Hm. Meint ihr, dass ihr das schafft? Natürlich. Gut. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Makelloser Saphir gestohlen. In Bollys Haus. Rifton. Dann machen wir das. Makelloser Saphir. Jetzt nicht gerade irgendwie was Belangreiches. Familienerbstück oder irgendeine Waffe oder irgendwas. Ich will euch! Hey, du passt doch auf! Ich sag einfach mal dazu nichts, ne? Guti, dann gucken wir doch einfach mal hier. Nein, hat mich keiner gesehen. Perfekt. Gold und rein packe ich den makellosen Saphir. Ja. So. Zack, bin ich wieder weg. Wieder Wind. Jetzt, wo das Reich bis Rifton vorgedrungen ist, haben wir endlich einen Zugangspunkt nach Morrowind. Nur für den Fall der Fälle. Nach Morrowind. Tut schon ein bisschen weh. Nee. Morrowind. Ne? Ihr wart doch auch bestimmt schon alle mal in Morrowind. Manchmal denke ich. Oh nein. Wie kann ich dich nur wagen? Gudidudidudida. Dinge sind zum Stehlen da. So. Wir machen das mal alle von denen auch einmal jeweils und dann lassen wir es bleiben, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Sinn hat. Außer... Also, was kann ich heute für euch tun? Ja, das Spiel ist ein bisschen verbuggt. Ich hoffe, ihr bringt gute Nachricht. Die Situation ist erledigt. Hier ist euer Gold. Gebt nicht gleich alles auf einmal aus. Bin bereit für extra gut. Arbeit. Wir können das Geld gut gebrauchen. Über das Ausräumen. Eine der schnellsten Möglichkeiten, in den Himmelsrand an etwas Geld zu kommen, besteht darin, die Häuser von ein paar Reichen, um ihre Wertsachen zu erleichtern. Wenn ihr Interesse habt, kann ich euch einen guten Ort zeigen, der einmal eine gründliche Entrümpelung vertragen könnte. Was sagt ihr? Ich kümmere mich sofort darum. Gut. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Dankeschön. Gute Neuigkeit. Tut mir leid, Sir. Ich habe den Zwerg gefunden, nachdem wir Heimskers Haus in Weißlauf. Und zwar 0 von 3. Das heißt, ich muss 3 verschiedene Dinge mitnehmen. Da ist eine Decke drauf. Also ich muss gleich mal die Quests wieder aktivieren, dass die aktiviert bleiben. Was?
Nimm sämtliche Wertsachen aus Heimskris Haus in Weißlauf an dich. Und was braucht ihr? Weißlauf. Und wo ist Heimskris Haus? Warum wird das nicht angezeigt, Alter? Carlotta Valentina. Utgerz. Haus von Klankampfgeboren Amrins. Das ist, glaube ich, der Tempel. Ja. Das sieht doch fancy aus. Nee, Haus Graumähne. Heimskris. Wer das überhaupt sein soll? Hier waren wir schon, oder? Ja. Klaren Kampf geboren. Immer noch Haus Klaren Kampf geboren. Wo ist denn der Typ? Wo ist denn das Haus von dem? So viele Wohnflächen haben wir doch gar nicht. Vor allem nicht von reichen Leuten. Hier unten ist ja kein reicher Bezirk. Also dachte ich zumindest. Kupferkessel, Isoldas, Benetors, Olava der Schwachen, dann ist der Schmied, die Kriegsjungfer, das ist mein Haus. Wo ist denn der? Trunkener Jägersmann. Das hier ist dicht. Ja. Heimskirch. Ich weiß nicht mehr, wer das sein soll. Und der hat ein Haus hier. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Warte mal, da ist noch ein Haus. Ne, Haus Graumähne. Wie gesagt, also das ist mir echt... Das ist die Toten-Dingsbums da, die Halle der Toten. Ich komme darauf nicht klar. Wo ist denn der? Der hat gar kein Haus hier. Ich kenne gar keinen Heimskirch. Ich sollte Heimskirchs Haus in Weißlauf aus seinen Wertsachen befreien. In diesem Auftrag darf weder ein Bewohner ums Leben kommen, noch darf ich gefasst werden. Aua. Gefängnis gewandt. Aber wo ist denn der? Wer ist denn das? Sich verarschen, Alter. Ich finde es auch doof, dass das Ding nicht aktiviert wird, der Questmarker. Weil Heimskirch kann ja jeder Mensch sein. Hier, keine Ahnung. Ihr habt hier nichts verloren. Bin weg. Tschüss. Ich hätte nicht gedacht, dass niemand da ist. Goodie, also die nächste Quest, die einfach im Sand sitzen liegen bleibt, weil ich sie nicht machen kann. Ach Mann. Bist du Heimskirch? Nee, Sigurd, ich kenne keine Heimskirche hier, egal. Geh mal Haus Winstert und gucken mal, was mein Vogt schon alles gemacht hat. Na du? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Also gut. Ich gucke mal, was hast du denn Schickes? Okay, okay. Das mache ich gleich in der Eingangshalle. Ja, doch. Doch. Okay, warum hast du nicht alles gemacht? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Einrichtung fürs Natürlich. Haus. Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Wohnzimmer. Sehr gut. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Wieso höre ich denn? Selbstverständlich.
Woran habt ihr... Es wäre schön, etwas Musik im Haus zu hören. Wieso höre ich einen Riesen? Ich werde mich danach erkundigen, was ein Barde für seine Dienste verlangt. Der, Alter. Ja gut. Ne? Gut. Dann gehe ich mal nach Windhelm. Dann gucke ich erstmal, dass ich Tane überall werde und dann können wir ja gucken, wie es weitergeht. Verzeihung. Falls man das gehört hat. Du bist loyal, oder? Lasst mich zufrieden. Kann ein alter Mann nicht mal seine Ruhe haben? Verdammt, der Kaiserliche. Die werden Dämmerstern nicht ewig halten. Ich dachte, das ist hier schon... Jetzt bin ich sowas von verwirrt. Wer ist denn jetzt? Habt ihr was zu sagen, Hund? Liegt euch was auf dem Herzen? Nach allem, was ihr getan habt, sollte ich euch zusammenschlagen. Ich würde euch meine Forschungsarbeit ja erklären, aber das würde euch nur unnötig verwirren. Ich möchte Zerstörungsmagie trainieren. Passt auf, an was oder an wem ihr sie ausprobiert. Okay. Stärke und Stahl sind ja schön und gut. Ich hoffe, die Wildnis verschlingt euch eines Tages. Ich rede nicht gern mit Leuten, denen ihre Ehre so wenig wert ist. Ich bin sehr verwirrt. Ich behalte euch im Auge. Was mit den Leuten hier los ist. So was zu sagen, Bullfreck. Der Jarl wird aus Dämmerstern rausgeworfen und ich muss immer noch putzen. Okay. Gut, dann hat sich, glaube ich, Windhelm gerade erledigt, weil es so verbuggt ist. Guti. Warte mal. Ich habe noch einen anderen Knackpunkt im Kopf. Ich hoffe, dass es jetzt mittlerweile möglich ist, weil das haben wir ja versucht schon mal auszuprobieren. Aber es hat nicht geklappt. Ich guck mal, ob er jetzt vielleicht da ist. Vielleicht kriegen wir diese Quest ja auch schon hin. Wäre schön, habe ich noch nie gemacht. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Danke. Okay, dann warten wir nochmal. Weil irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Hier müsste normalerweise einer sitzen, der mir die Quest gibt von Dingsbums. Die Daedra-Quest. Aber der ist nicht da. Was machen wir jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Was mache ich denn jetzt die letzten 12 Minuten noch in der Folge zumindest? Geh mal dahin zum Ingolhügelgrab. Ich glaube, da war doch ein Dingsbums, ein so ein Ingolschädel im Haus im Händlerheim. Wenn ich mich recht erinnern tue. Gucken wir mal. Ach Junge, wird die echt Stress, Alter. Was ist denn gut mit dir? Stark, Alter. Junge, Falle, ey. Ingol und die Meeresgeister. Okay. Nehmen wir alles mit. Und dann gehen wir mal da rein.
The fuck? Was ist das? Nordruinen. Sogar älter als ich. Ob die Drauger noch genauso einfältig sind wie damals, als ich noch ein Mädchen war? Da ist noch so ein Ding. Jetzt sind es mal zwei. Okay. Okay, dahinter ist noch mal eins. Toter Gelehrter. Ah, die sind zum Ingolhügel-Grab. Warte mal. N für Notizen. Hier. Alles, als was für ein seltsamer Ort das Hügelgrab sich doch erwiesen hat. Ich hatte noch nicht sehr viel davon erkundet, als ich auf diesen reich verzierten Raum und das Tor stieß, das mich davon abhielt, tiefer in die Krypta vorzudringen. Ich gebe zu, ich bin erleichtert. Bei diesem Ort erkommt mich die Angst vor dem Reich des Vergessens. In diesem Raum gibt es einige Inschriften. Ich werde versuchen, sie abzuschreiben, damit ich in der Akademie etwas vorzuweisen habe. Alles war, wie es sein soll in Admora. Land der Wahrheit. Heimatland. Der Mensch auf dem Thron, so wie es sein soll. Der Walfisch im Meer, so wie es sein soll. Der Adel am Himmel, so wie es sein soll. Die Schlange im Grase, so wie es sein soll. Trauer. Die Meeresgeister raubten Ingol, den geliebten Segelbruder aus der Flotte Admoras, und nichts an Land im Himmel auf dem Meer würde je wieder werden, so wie es sein soll. Faszinierend, dieser alten Nord, was es hier wohl sonst noch für Geheimnisse gibt. Gewiss kann es nicht schaden, noch ein klein wenig weiterzugehen. Und hier gibt es einen Hebel, der sicher das Tor öffnet, das den Durchgang versperrt. Okidoki. Ah ja. Ah ja, okay. Guck mal, hier ist Wasser. Der Wal im Wasser. Die Schlange im Gras. Da ist der Himmel. Das heißt, der Adler. Und der Mensch auf dem Podest. Guck mal, sind die sind so süß, die Kleinen. Guck mal. Ach du Scheiße. Korallendrachenklaue. Da ist noch so eins. Die sind schon irgendwie knuffig. Alter, was zum Henker ist das denn bitte? Wow, das ist wunderschön. Ich bin froh, dass ihr hier bei mir seid. Da gebe ich dir vollkommen recht, Serana. Und noch eine Tür, guck mal. Okay. Hier geht's. Das ist gut, hier sind Alte, die verfolgen mich. Das heißt, ich sammle die ein. Ich speichere mal, bevor ich irgendwelche Türen öffne. Okay, hier ist nur eine Kiste. Ebenerz Zweihänder. Was ist das hier? Alter Junge! Alter Serana! Okay. Da fallen. Okay. What the fuck? Hinten war auch noch mal eins.
Die wollen da rein. Okay, ja, ich sehe schon. Alles gut. Korallendrachenklaue war das. Ja. Schlange, Wolf, Motte. Spanisch vor. Was? Hier ist ein Schalter. Ingolds Schatten! Ui, die Scheiße! Helm von Ingold. Ach, echt jetzt? Ach man, warte mal. Holzschale kann raus, Holzkohle kann raus, Hockerzahn. Körbe können alle weg. Ich hab die doch verkauft, oder nicht? 20 Krüge. Okay. Ne, höher geht's leider nicht. Da haben wir doch noch was sehr Interessantes entdeckt und das war's. Und das war's. Na gut. Aber wir haben jetzt den Helm von Ingol. Oder Jingol. Gut, ich glaube, den können wir eh aufhängen bei uns. Also Körper! Nicht ins Wasser gucken. Hier ist noch ein altes Schiff, das ist gerade da, so entdecke ich das schnell, dann gehen wir weg. Kann ich noch wegteleportieren? Ja, perfekt. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich habe irgendwas in die Richtung gesehen, irgendwas Ingol, keine Ahnung. Hier unten. Kolbjörn, okay. Kolbjörn-Schädel. Okay. Gut, aber was macht dieser Helm? Steigert die Frostresistenz um 30%. Alter, der Helm ist aber echt krass. Guti. Alles klar. Dann aber, wie einmal auch immer, bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen dieser Folge. Doch ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Tschüss und stay fresh.